It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Top 10 Video. Heute Butterfliegenmesser. Ich bedanke mich ja auch wieder für eure Kommentare und die Vorschläge zu diesem heutigen Knife. Legen wir los! Skinbaron. Skins kaufen und verkaufen, ihr kennt die Seite ja. Hier drüben könnt ihr einstellen, wenn ihr was Spezielles sucht, wenn ihr irgendwie nach einem gewissen Preis suchen wollt, nach einer Abnutzung und so weiter und so fort. Ich habe die Butterflies schon mal eingestellt und wir fangen jetzt so wie immer mit dem 10. Platz an und arbeiten uns dann bis zum 1. Platz vor. Platz Nummer 10, da liegt das Butterfly Knife Damascus Steel. Hier auf diesem kleinen Messer gefällt es mir nicht so gut, darum auch nur auf dem 10. Platz. Ich weiß, bei größeren Klingen liegt es bei mir meist eher etwas weiter vorne, aber hier nicht. Es sieht trotzdem nicht verkehrt aus, aber es ist halt ein bisschen klein. Auf ganz großen, fetten, breiten Klingen kommt es, wie ich finde, etwas besser zur Geltung. Die Angebotslage auf Skinbaron sieht aktuell wie folgt aus. Ich bin ja auch wieder auf den Schnäppchen, also auf den Best Deals. Von den Kosten haben wir jetzt 270 bis 588 Euro. Hier oben ist wieder das Schnäppchen. Wir klicken mal drauf. Auf Skinbaron 270 Euro, auf Steam 291 Euro. Auf dem 9. Platz liegt das Butterfly in der Ausführung Slaughter. Schon mal ein bisschen schicker als das Damascus Steel. Und auch direkt in der richtigen Farbe, um mit den Pfeil zu gehen. Kostler-Quanta-mäßig gucken wir wieder rein. Es gibt auf Skinbaron aktuell die Angebote, die zwischen 455 und 650 Euro liegen. Das hier ist das Schnäppchen mit 543 Euro auf Skinbaron und 603 Euro auf Steam. Einfach mal schön 60 Euro gespart, das bockt natürlich. Das Ultraviolet liegt auf dem 8. Platz und gefällt mir eigentlich nur wegen diesem dunklen Ton auf der Klinge so gut. Ich habe letztes Mal gesagt, wenn die Klinge lila wäre, wird mir es, glaube ich, noch besser gefallen, grundsätzlich, also dieser Skin. Aber so ist es auch ganz nett. Ist jetzt ein eher einfacher Skin, aber da es eben so ein schönes dunkles Messer ist und das hier auf das Butterfly, finde ich, so gut passt, hat es eben diesen Platz verdient. Auf Skinbaron gibt es aktuell nur diese vier Angebote und da sind sogar die hier in komplett zerrissen dabei, da will ich mal ganz kurz reinschauen. Wow, okay, das sieht aus wie ein ganz anderes Skin. Das Schnäppchen bei der ganzen Sache ist wieder hier oben links für 229,99 Euro auf Skinbaron und 281,06 Euro auf Steam. Platz Nummer 7, Rustcoat. Das sieht hier wirklich besonders edel aus, vor allem weil auch das hier verrostet ist. Und die Stellen hier oben eben auch nochmal ihren Anteil dazu geben. Wobei ich finde, dass diese Vernietungen da auch nochmal angerostet oder verrostet sein sollten. Das würde dann nochmal einen kleinen Bonus oben drauf ballern. Aber ja, Rustcoat ist und bleibt halt dann schon echt was Schickes. Und dann hier auf diesem dünnen kleinen Kniftelchen. Wir finden hier auch wieder eine recht überschaubare Auflistung vor. Die Preise liegen zwischen 239, sehe ich es richtig, ja, und 350 Euro. Hier oben ist das Schnäppelchen, 214 hier, 267 auf Steam. Ja, da kann man schon was rausholen. Übrigens gibt es diese Woche diese AK-47 Neon Revolution im Giveaway auf Twitch. Das geht die ganze Woche lang. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Jeder kann mitmachen, egal ob Abonnent oder nicht. Einfach rankommen und Spaß haben. Auf dem Platz Nummer 6 kommen wir jetzt hier zum richtigen Schnuckelchen und zwar zum Case Hardened. Denkt dran, hier ist das Pattern halt auch sehr wichtig. Ich habe jetzt hier eins rausgesucht, das mir besonders gut gefällt, weil es einen hohen Blauanteil hat. Auch oben an den Stücken ist sehr viel Blau mit dran. Das war jetzt eben das hier. Ich werde jetzt auch nochmal das hier aufmachen, das vor allem Gelbfans gefallen könnte. So ein schönes Piss-Butterfly. Wir machen noch zwei auf und zwar gibt es hier nämlich eins für 3000 Euro. Das würde auf Steam normalerweise 212 Euro kosten. Also das ist das Gegenteil von dem Schnäppchen. Wahrscheinlich hat es eben ein extrem rare Pattern. Oh ja, da ist sehr viel Blue unten an der Klinge. Das ist ja fast komplett Blue. Und es ist noch Stat-Track obendrein. Ich kenne mich aber zu wenig aus, um jetzt urteilen zu können, ob 3000 Euro wirklich der richtige Preis dafür sind. Aber ich sehe schon, dass die Klinge extrem blau ist. Ja, und dann haben wir noch ein zerrissenes, das ich mir noch geschwind angucken wollen möchte. Ja, ist halt einfach dunkel und gemischt. Ist jetzt nicht so meins. Die Preise habt ihr jetzt ja schon gesehen, da liegen wir zwischen 250 und 3000 Euro, wobei ich das ja schon als absolut krassen Ausreißer nehmen würde und halt eher sagen würde, 250 bis 500, also so im Schnitt und alles darüber oder darunter ist halt dann irgendwie was Besonderes. Es ist Wahnsinn, was diese Willkür der Pattern ausmachen kann. Die Leute schauen sich was an und sagen, wow, das ist komplett gelb. Das ist mir viel, viel mehr wert, wie halt eins, das ein bisschen gemischt ist. Und viel, viel mehr heißt dann wirklich nicht nur einige Euro und auch nicht nur einige hundert, sondern tausende von Euro. Das ist wirklich Wahnsinn. Auf dem Platz Nummer 5 liegt das Crimson Web und das ist hier natürlich so, wie es dieser Skin eben üblicherweise mit sich führt, schön schwarz am Griff. Das ist immer nice. An dem Crimson Web dieser krasse Kontrastübergang. Das Pattern ist mir bei diesem Skin jetzt nicht extrem wichtig. Ich weiß auch nicht, ob das Pattern hier auch so einen riesen Unterschied machen kann von mehreren tausend Euro oder von vielen hundert Euro. Hier auf Skinbaron kann ich zumindest nichts extrem Ausreißerisches erkennen. Wir liegen hier zwischen 257 und 870 Euro. Das hier oben ist das Schnäppchen. 257 hier und 292 auf Steam. Ist jetzt nicht extrem und das Teil ist auch ziemlich zerrissen. Und im zerrissenen Zustand verliert das Knife auf jeden Fall an Flair, weil halt gerade dieser extrem krasse Kontrast nicht mehr vorhanden ist. Auf meinem 4. Platz liegt das Butterfly Tiger Tooth. In seiner Gesamtkomposition sehr lecker. Genau so muss es sein. Das Teil ist schick. Und steigt auch immer weiter in meiner persönlichen Top-Liste an.
wo es früher noch manchmal gar nicht vorhanden war, ist es doch jetzt schon ziemlich weit oben. Bei diesem Tiger Tooth könnt ihr zwischen 529 und 706 Euro anlegen. Das Schnäppchen hier auf Skin Baron ist aktuell, dass hier oben das auf Steam 603 Euro kosten würde. Da kommt man ja schon bald an die 100 Euro Ersparnis ran. Und woran wir jetzt übrigens auch kommen, sind meine vorderen drei Plätze. Ihr könnt also wie immer raten, was da wohl liegen wird auf diesen vorderen drei Plätzen und gerne eure eigene Top-Liste in die Kommentare reinhasseln. Legen wir los, ne? Das Fate haben wir hier auf dem dritten Platz, hier in dieser Ausführung mit StatTrak, das aber nicht so wichtig ist. Bei dem Skin achtet man natürlich auch auf das Pattern, wie man hier auch bei der Preisgestaltung sieht. Also wenn ich zum Beispiel mal ganz hier runtergehe auf dieses 3000 Euro Knife, dann sieht man hier, dass das Rot nochmal ein bisschen stärker nach oben ist, aber sonst gar kein allzu großer Unterschied, oder? Hier bei dem sieht man auf jeden Fall einen Unterschied, und zwar ist das hier unten ja schon fast lila und das Rote zieht sich bis auf die Hälfte hoch. Also wie gesagt, hier ist eben auch nochmal das Pattern entscheidend. Bei den Preisen fangen wir hier bei 800 Euro an und gehen dann eben hoch bis auf 3000 Euro. Das Schnäppchen ist wie immer das hier oben links. Hier liegen wir bei 850 Euro auf Skin Baron und 975 Euro auf Steam. Das ist schon nicht schlecht. Platz Nummer 2, Marble Fate. Eine Erweiterung des Fates. Die Klinge ist sehr schön, aber das hier oben passt irgendwie gar nicht. Warum haben die da diese roten Kleckse rein? Entweder den Skin dann nochmal da drüber ziehen oder halt wirklich was Dezenteres wählen. Aber das sieht irgendwie doof aus. Hier ist auch wieder das Pattern wichtig. Wir haben hier einmal blau, lila, rot, gelb, blau. Und bei dem hier zum Beispiel ja, noch so ein bisschen blau, rot, gelb, blau, wieder rot. Muss man eben auch schauen, wie es einem am besten gefällt. Wobei man dabei natürlich auch die Preise im Auge behalten sollte. Wir haben hier 751 bis 1169 Euro. Das ist das Schnäppel. 751 auf Skin Baron, 955 auf Steam. Da ist schon echt ein dicker Sprung zwischendrin. Kann man ja fast direkt zuschlagen. Aber Moment, vielleicht will man ja beim ersten Platz zuschlagen. Da haben wir nämlich das Doppler Phase 3. Die Klinge ist schon extrem nice, braucht man gar nicht viel zu sagen. Und hier gefallen mir auch diese Plastik- oder Perlmutt oder was weiß ich, das da überhaupt sein soll, Stücke, die da mit im Griff sind. Und zwar dieses Grüne eben. Die weiteren Ausführungen könnt ihr hier oben anwählen. Saphir, Ruby, Phase 1, Phase 4, Black Pearl und Phase 2. Die sind mir aber eindeutig zu kräftig. Das ist halt ein ganz blaues, das ist ein rotes. Da gefällt mir die Farbmischung nicht. Also ich habe mir ja schon das Richtige ausgesucht. Die Preise könnt ihr hier sehen. 540 bis 825 Euro. Wir schauen mal kurz. 707 Euro auf Steam. Hier auf Skin Baron 540 Euro. Kann man sich schon mal gönnen. Somit wären wir hier auch wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich hier nochmal für eure Einsendung. Also Vorschläge, welches Knife eben als nächstes rankommen soll. Das könnt ihr gerne auch hier wieder in die Kommentare reinhasseln. Guckt aber bitte davor hier irgendwo in die Playlist rein, welche Knives es eben schon gab, damit ihr nicht irgendeins doppelt vorschlagt. Wir sehen uns dann also wieder im nächsten Video oder eben im Livestream. Morgen ab 18 Uhr ist der nächste. Denkt dran, es gibt ja aktuell diese AK im Giveaway. Kommt daran, da können wir gemeinsam reinnudeln. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Haut da rein. Later.